Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir machen weiter hier hinten. An dieser Stelle. Boah, ich bin gerade so ein bisschen außer Atem. Bin nämlich nochmal schnell in den Keller gerannt. Wäsche anschmeißen. Komm jetzt wieder hoch, direkt Aufnahme gedrückt und denk mir gerade so, vielleicht hätte es doch nochmal runter atmen sollen. Gut. So, das soll aber jetzt gerade hier nicht Thema sein. Wir wollen hier unsere Achterbahn weiterbauen. Ist mir ein bisschen zu sehr da drin. In der Wand. Könntest du auch noch so einen Ticken drehen? Sehr gut. Wir haben ja nämlich gesagt, hier fährt ja auch die Bahn durch. Das heißt, dieses Element. Wobei. Können wir das nicht verstecken? Lass uns das mal eben mit Terrain probieren. Zuzumachen. Ich müsste das doch funktionieren. Ist ja hier groß genug. Kommt der da? Nee. Wollen wir da nämlich keine Brücke machen? Da kommt da mein Ohrkitzel. So. Ja, das hier ist auch der letzte Rotzen. Es tut mir leid. Aber ich wollte die Bahn nicht umbauen. Hi. So. Ach, guck mal, das passt easy, wenn wir hier von unten zumachen. Vielleicht sogar auch dieses Loch. Dass wir so ein bisschen wieder freibuddeln. Nur so weit, wie es halt geht. Wie es nötig ist. Hier ist vielleicht etwas... Ja, wobei eigentlich geht's, ne? Bisschen noch machen. Hier dann auch wieder ein bisschen mehr zu... Das wird jetzt Fusselarbeit, das Ganze hier gut zu integrieren. Wir können auf jeden Fall auch hier unten die Gleise ein bisschen verstecken. Diese komische Konstruktion, die ich hier habe. Ah? Ja, das war zu weit. Sehen soll man die Gleise ja trotzdem noch. Mal schön, wie wir hier mit einfach überpinseln können. Farblich. Gefällt mir. Gibt auch hier so einen schönen, sanften Übergang. So. Das schon mal dazu. Dann haben wir nämlich das Stückchen hier gut versteckt. Aber um das Bebauen von dem Stück Achterbahn hier kümmern wir uns später. Wir wollten jetzt erstmal bei der Wasserbahn weitermachen, die ich jetzt wieder finden muss. Wartet. Da. So. Das sieht auch von hier gut aus. Wir haben nur minimale Probleme. Ganz bisschen. Müssten wir aber ausgeglichen bekommen. Wir machen mal wieder Play, dass das Boot fährt. Ach, guck mal, perfekt. Perfekt ist das. Sehr schön. So, wenn wir jetzt hier Ausgang vielleicht noch so einen Ticken verstecken. Die Bahn seitlich nochmal ranholen. Ups. Nicht so hoch. Dann ist das doch völlig easy hier. Ja.
schauen. Ticken wieder wegmachen. Will ich da hoch? Das sieht doch gut aus. Jetzt ist halt die Frage, wie machen wir das auf dieser Seite? Habe ich hier ja Achterbahn rumfahren haben. Hier komplett so den Übergang dicht machen, werden wir nicht können. Das ist mir bewusst. Jetzt hier können wir aber mal noch anheben. Das wird jetzt hier vielleicht eine kleinere Fummelarbeit, das hier vernünftig hinzukriegen. Weil hier theoretisch an dieser Wand kann es ja bis an die Gleise rangehen. Das ist ja gar kein Problem. Hier innen brauchen wir nur viel Platz. So. Weil innen ja... Ja, da wird sich hingeneigt. Da haben wir die Leute sitzen. Da wollen wir keine Kollision. Jetzt ist halt... Also hier müssen wir definitiv irgendwie was zwischenbauen. Die erste Überlegung, die ich jetzt gerade so spontan hätte... Wir müssen auch hier oben bei dieser Kante irgendwie mal gucken. Die erste Idee, die ich hätte, wären halt auch wieder Holzgestelle. Und dann vielleicht aber mit einem Maschendraht dazwischen. Falsch. Einfach... Das wird irgendwie gerade hier nicht so, wie ich mir das vorstelle. Einfach weil das so der beste Schutz bietet, dass man dann nicht durchfasst oder so. Oder rüber zu den Gleisen packt oder was weiß ich. Weil wenn du hier sitzt, hier, gerade um diese Kurve fährst und deinen Arm ausstreckst und hier gerade der Zug vorbeikommt. Dann aber gute Nacht, ne? Dann gute Nacht. Das wollen wir nicht. Das müssen wir verhindern. Safety für unsere Gäste. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir damit auch mal direkt. Wir klauen uns einen Ständer hier. Den wir vielleicht hier anbringen können. In Hoffnung, dass wir halt keine Probleme bekommen mit der Achterbahn. So, in die Decke rein. Sehr gut. So ist doch schon optimal. Dann setzen wir dich auch hier weiter vorne nochmal hin. Das Ganze abzustützen. Die Höhe ist ja hier gleich. Wir können es aber auf jeden Fall hier höher, oder? Würde halt von der Stütze her Sinn machen. Aber optisch haben wir die halt auch nur so niedrig. Muss man vielleicht gucken, dass man da doch hier, achso, ihr gehört dazu, mit Steinen oder so nochmal arbeitet. So, und jetzt ist halt das Problem, ich glaube, hier können wir keinen Holzbalken zwischensetzen, so wie ich das gesehen habe. Ja, warte, wir müssen in ein Gebäude rein. Ich glaube, das passte nicht. Bist du gerade? Nein, du bist nicht gerade. Schade. Ja, richte dich mal da aus. Danke. Hier passt, glaube ich, keiner zwischen. Ne? Ja, doch, könnte man hinkriegen.
Hier. Umgefummelte. Oh. An der Wasserbahn bitte ausrichten. Wir brauchen den längeren Stock. Hier in die Deck. Oh, warte. Ja, das funktioniert schon mal sehr gut. Kommen Sie wieder runter. Dann reicht vielleicht doch der kleine. Beziehungsweise der und der ganz kleine da drunter. Kriegen wir hier Probleme? Oh Gott! Steuerung. Eventuell ja, ne? Halt nicht so optimal. Wenn wir jetzt wirklich hier auf die Bahn gehen, da dürften wir keine Probleme mit der Bahn bekommen. Mit der hoffe ich auch nicht. Eigentlich nicht. Setzen wir dich mal dahin. Mit den kurzen da drunter, dass wir halt in den Boden kommen. Sehr gut. Und jetzt würde ich gucken, dass wir da zwischen Stacheldraht machen. Oder irgendwie mit Holzbalken arbeiten. So, dass man auf jeden Fall nicht durchpacken kann. So, warte, wo war denn der Stacheldraht? Guck mal, da kommt gerade der Zug. Ich würde mir das gerne einmal angucken. Nein, das passt. Das passt. Alles easy. Okay. Das ist genehmigt. Baugenehmigung erteilt. So, warte, ich glaube, der Stacheldraht war auch bei Zäunen, ne? Sehr schön. Müssen wir halt irgendwie. Hier von Balken zu Balken kommen. Meine, die Höhe reicht ja schon. Die dürfen ja halt einfach nur nicht da durchgreifen können. Mehr will ich ja gar nicht. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen nur den Schutz, dass hier kein Idiot denkt, ey, steck mal meine Hand da durch. Das ist bestimmt voll die gute Idee. Das kann ja von mir aus auch nur so die Höhe haben. Wisst ihr? So, mehr wollen wir gar nicht. Machen wir das Ganze jetzt hier auch nochmal. Ach, guck mal, das passt schon perfekt. Würde ich dann direkt schon so lassen. Und dann können wir hier oben nochmal einen Balken lang spannen. Vielleicht auch nur den kleinen. Winkel bitte. Hallo, Pfeile? So. Sicherheitstechnisch reicht das doch schon. Ganz ehrlich. Das ist doch optimal. Wenn wir das Ganze jetzt vielleicht weiter oben auch nochmal anbringen, so als, ne, hier geht die Stütze rüber. Okay, da sieht man, dass es leicht schief ist. Entweder nehmen wir da halt auch den kleinen. So guckt es auf der Seite kacke raus. Wieder drehen. Und hier einfach auch noch mal so eine kleine Stütze vielleicht hat. Ja, ist doch optimal.
Das ist doch optimal, das reicht ja schon. Wir haben hier den Schutz. Man sieht trotzdem noch was. Oder man hört trotzdem noch was. Ist aber definitiv geschützt. Jetzt ist die Frage, wenn wir das Gitter einfärben, verschwindet es dann mehr? Passt es sich dann besser an die Umgebung? Wir das jetzt auch dann nochmal so ein so rötlich-braun machen? Glaube ich, etwas unauffälliger, ne? So ein Ticken. Gut, dann müssen wir uns jetzt eigentlich nur noch darum kümmern. Ich erstmal wieder an. Dass das hier oben noch gut aussieht. Da würde ich, wie gesagt, einfach mal versuchen, einen Stein hinzuklatschen. Was wahrscheinlich nicht ganz funktionieren wird, da wir da drüber ja schon eine Szenerie haben. Und unsere Steine halt, ne? Ihr wisst es. Die sind halt fett. Weil der könnte vielleicht funktionieren. Speichern wir? Wir speichern, alles klar. So, jetzt lass uns mal gucken, ob wir hier oben Probleme kriegen. Nein, kriegen wir nicht. Sehr schön. Beruhigend. Können wir das auf jeden Fall schon mal so machen? Okay, das sieht gerade auf dieser Seite kacke aus. Dann würde ich dich hier auch nochmal anbringen. Vielleicht sogar einen Ticken höher. Müssen wir mal gucken, ob wir damit dann Probleme kriegen oder ob das auch immer noch so okay ist. Ja, zum Glück kleiner. Du bist das, ne? Das ist mindestens so tief, würde ich sagen. Ist okay. Ist okay. Ob wir dich höher ziehen können? Oder ob du uns auch Probleme machst. Wobei, warte mal, dreh dich vielleicht nochmal. Hier haben wir mehr Strukturen. Mehr, was da so rausguckt. Oh. Der Check. Ach komm, diese kleine Kante ist mir jetzt. Die ist mir Wumpe. Die ist mir echt egal. So, und hier können wir auf jeden Fall nochmal mit dem Terrain ein bisschen runterziehen. Um das hier einzuarbeiten. Genauso wie hier die Seite. Und hier, ja, keine Ahnung. Entweder machen wir das dichter. Hallo. So könnte man es halt machen, ne? Das ist halt noch so eine kleine Luftlücke. Ja, gut, mein Gott. Nicht der Weltuntergang. Der Rest ist. Oh, wobei, warte, das hier funktioniert gerade noch nicht. Der Rest ist dann doch eigentlich egal. Da. Mein Gott.
So, dann sind wir damit dann auch an der Brücke angekommen. Das gefällt mir soweit ganz gut. Wenn man jetzt von hier kommt, sieht das aus, als würde es gut gestützt werden. Man hat hier die Sicherheit. Man fährt hier aus der Mine wieder raus. Und wie wir dann hier weitermachen, ja, das wird dann auch noch spannend. Ah, da hinten, das sieht cool aus. Wenn du hier lang fährst und du siehst da den Zug gerade über die Kuppe fahren, ne? Ich glaube, das ist auch ein richtig cooler Shot. Ja, aber damit würde ich sagen, ist das Stückchen hier fertig. Wir gucken dann in der nächsten Folge, dass wir uns hier mit der Brücke quälen. Wobei ich da auch schon schöne Ideen habe, was wir da machen können. Das Ganze würde ich nämlich so ähnlich angehen wie hier. Oh, da kommt er gerade, sehr schön. So ähnlich angehen wie hier. Dass man hier so ein Gestell von unten hat. Und wobei viel Gestell brauchen wir da ja nicht, außer wir buddeln noch ein Stück. Und dann vielleicht auch so eine kleine Überdachung wegen dem Zug halt auch allein, der über unseren Kopf hinwegfährt. Oder wie so ein Holzrohr, auf dem Erz befördert wurde oder was weiß ich. Also irgendwie sowas in die Richtung würde ich hier dann gerne machen. Und dann geht es nur noch hier dieses letzte Stück, den Tunnel hoch. Viel haben wir nicht mal, was die Wasserbahn angeht. Das könnte jetzt noch ratzfatz gehen am Ende. Das Schwierigste war echt dieser runde Raum, dieser runde große Raum, den gefüllt zu bekommen. Aber ich finde, da haben wir schon was Schönes gezaubert. Und ja, dann gucken wir mal, wie es in den nächsten Folgen weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsseli!